Meine liebe Fische, das ist die allgemeine Aussage für dich für Oktober 2020. Zum ersten des Monats hast du einen Vollmond in Widder. Bestimmte Lebensumstände führen dich dazu, eine Rolle zu spielen, die du nicht ausfüllen kannst oder möchtest. Du solltest genau feststellen, welche deine Grundbedürfnisse sind und dich danach richten, unabhängig davon, was andere Menschen über dich denken. Neue Maßnahmen sind im Bereich des Geldes und des Einkommens erforderlich. Am 4. des Monats hast du Pluto direkt in Steinbock. In deiner Umgebung dürften tiefgreifende Veränderungen eintreten, die sich auf deine Pläne auswirken können. Wenn du einen älteren Geschwisterteil hast, dann wird er oder sie bald eine entscheidende Lebensveränderung erleben. Zwischen 7. und 9. hast du Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. An diesen Tagen sollte man, wenn zutreffend, keine voreilige Entscheidung finden. Der Kauf oder Verkauf von teuren Waren wäre äußerst ungünstig. Eine nahestehende Person könnte mit deiner Meinung nicht einverstanden sein. Zwischen 10. und 12. Oktober haben wir einen Sextil zwischen Merkur und Venus, und das heißt, mögliche Missverständnisse können an diesen Tagen ausgeräumt werden. Eine offene und ehrliche Kommunikation wäre dafür unerlässlich. Man kann Kontakt mit jemandem aus der Ferne knüpfen und Neues von einem Menschen erfahren. Am 14. geht der Planet der Kommunikation, das ist Merkur, rückläufig in Skorpion. Bis Ende November wirst du einen besseren Überblick von deinem Leben und deine Zukunftsmöglichkeiten bekommen. Der Kontakt zu einem geliebten Menschen dürfte sich intensivieren. Man darf keine voreiligen Schlüsse in Bezug auf eine Person ziehen. Zwischen 13. und 16. des Monats haben wir mit einem T-Quadrat zu tun. Dieser T-Quadrat wird von Sonne, Mars, Pluto und Saturn aufgebaut. Das heißt, körperliche Anstrengung ist an diesen Tagen nicht zu empfehlen. Eine Arbeit oder Aufgabe kann viel mehr Anstrengung und Energie verlangen als gedacht. Am 16. Oktober haben wir einen Neumond in Waage. Eine Person kann für neue Anreize sorgen, die dich aufregen. Bitte behalte die Ruhe und lasse dich nicht unterkriegen. Sei vorsichtig, wenn jemand dich irgendwelche Versprechungen gemacht hat. Diese werden nicht eingehalten. Zwischen 17. und 24. des Monats haben wir Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Der eigene Verstand kann von Gefühlen leicht vernebelt werden, insbesondere wenn man in eine emotionale Abhängigkeit von jemandem geraten ist. Es dürfte dir nicht leicht sein, eine Person oder Geschehnis zu vergessen. Zwischen 19. und 30. des Monats haben wir Mars Quadrat Jupiter. Du wirst mit einer Situation nicht einverstanden sein. Nicht alles, was du dir vorgenommen hast, wird so verlaufen, wie du es erwartest, meine liebe Fische. Und das könnte auf langer Sicht sogar gut sein. Die Planung einer Reise oder Veranstaltung kann in den Vordergrund rücken. Und dann am 31. beendest du den Monat mit einem großen Vollmond in Stier. Ein Geschehnis kann dein Leben wieder in Bewegung bringen. In den Bereichen des Geldes und der Liebe kann ein bisschen Instabilität am Monatsende geben. Meine liebe Fische, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig. Wenn du eine individuelle und konkrete Aussage für deine Zukunft brauchst, kannst du gerne jederzeit eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück und Gesundheit für Oktober.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.